Engel, Trüffel, Elisenlebkuchen, weihnachtliche Leckereien, soweit das Auge reicht. Ich bin heute in der Schokolaterie Stoffel in Mannheim und sage herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Treffpunkt. Das ist der Chef des Hauses, Jan Stoffel. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich auch. Und alles, was wir hier sehen, liebe Zuschauer, das wird in der eigenen Manufaktur in der Pfalz hergestellt. Und das sehen wir natürlich noch später. Wir präsentieren Ihnen heute unterschiedliche Geschichten aus verschiedenen Backstuben, Privatküchen und Konditoreien. Und wissen Sie was? Wir haben ganz oben auf der Schwäbischen Alb, tief im Berg, ein ganz spezielles Gebäck entdeckt. Die einzige Höhle Deutschlands, die man mit einem Boot befahren kann. Über einen Kilometer geht es in den Berg hinein. Und hier lagert der wohl kostbarste Stollen der Nation, der Wimsener Höhlenstollen. Gebacken wird ein Römerstein bei Beckebeck. Hier kümmert sich ein einziger Meister von September bis Weihnachten nur um Stollen, Bernd Klaas. Und er hat seine Prinzipien. Zutaten in hervorragender Qualität. Zeit beim Teigmacher, beim Aufarbeiter, hinterher beim Reifen. Handwerkliches Geschick, ja, und ein bisschen Herzblut. Hier wird mit bester Butter gebacken. Bio von regionalen Bauern. Und Bernd backt wirklich mit Liebe. Ich bin Bäcker mit Leib und Seele, deswegen mache ich den Beruf jetzt auch schon im 42. Jahr. Jetzt kommt das Beste, Rumsultanina. Ganz viel Rumsultanina. Wenn man da beim Durchmischen einem das Rumaroma in die Nase steigt, das ist einfach herrlich. Zum guten Schluss haben wir unten noch Mandeln. Die Mandeln hier sind eingeweicht in Milch. Man sollte nicht glauben, wie viel die Mandeln wegschluckert. Da kommt nichts mehr raus. Und wenn ich die einweiche, dann habe ich Feuchtigkeit in meinem Teig. Und wenn ich es nicht einweiche, dann nimmt sich dir die Feuchtigkeit von meinem Teig. Und dann wird er trocken. Jetzt kommen Rumsultanina. Sultaninen, Orangeat, Zitronat, Mandeln und Marzipan. Auch alles Bio-Qualität. Der Teig eine Bombe, die zu 40% aus Butter besteht. Julia Beck ist die Juniorchefin. Die gelernte Bäckerin geht dem Meister zur Hand. Bernd Klaas hat sie mit der Liebe zum Stollenbacken bereits angesteckt. Früher als Kind habe ich es nicht so gern gegessen, aber mittlerweile gehört es einfach zu Weihnachten dazu. Es ist derselbe Aufwand, dieselbe Hingabe, wie wenn die Großmutter zu Hause in der Adventszeit Stollen backt. Nur läuft es hier im ganz großen Stil ab. Beckebeck hat 20 Filialen, von Reutlingen bis Blaubeuren. Aber der Höhlenstollen ist bekannt bis nach Tokio. Eigentlich wäre eine Bestellung von 3000 Stück auch in diesem Jahr wieder verschifft worden. Aber wegen Containermangel klappt das nicht. Klappe zu. Luisa, kommst du bitte? Ja, ich komm. Jedes Jahr sind zwei Sondermodelle in Arbeit. Riesenstollen mit 10 Kilo. Und? Hopp. Für die kleine Feier an der Höhle, wenn der Stollen rauskommt. Wunderbar. Da könnt ihr euch auch was freier bei der Stollenausfahrt. Das sind nämlich die, was es da gibt. Geschwenkt wird jeder einzelne Stollen in Butter und dann mit kräftig viel Puderzucker umhüllt, bevor er auf Reisen geht. Musik. 40 Kilometer Richtung Süden geht es mitten ins Herz der Schwäbischen Alb. Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, die Wimsener Höhle. Touristen können die Höhle mit dem Kahn besuchen. Aber zur jetzigen Jahreszeit lagert Stollen im Kahn. Immer genau 3 Wochen lang. Dann kommt die neue Portion. Die Idee kam Heiner Beck, dem Seniorchef, vor 13 Jahren. Ja, ich auch.
In der Höhle drinnen haben wir einfach konstant 5 Grad. Das ist die optimale Lagertemperatur für einen Stollen. Genauso haben wir hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit ummantelt den Stollen und somit kriegt der Stollen ein gewisses Aroma. Durch die dauernde Kälte und durch die hohe Luftfeuchtigkeit hast du noch einen ganz anderen Stollen. Kannst mit einem normalen Stollen gar nicht vergleichen. Im ersten Jahr haben Fledermäuse und Wasseramseln, die hier leben, Stollen gefressen. Seither ist der Kahn mit Drahtgitter geschützt. Das ist eigentlich ein Glücksgefühl, wenn man jetzt weiß, hat eigentlich bis hierhin alles funktioniert. Jetzt muss er nur noch reifen und dann können wir ihn in 3-4 Wochen rausholen und ihn feierlich anschneiden und probieren. Auf diesen Moment freuen sich die Bewohner der umliegenden Dörfer und Städte. Es hat sich rumgesprochen, dass immer am letzten Oktobersonntag Bäckerbecks Spezialität probiert wird. Mit Glühwein von der Feuerstelle. Und die Menschen schätzen das Festle mindestens so wie das Gebäck. Also er schmeckt köstlich. Das ist was Besonderes, kommt aus der Höhle mit dem Schiff raus, der Bäckermeister ist dabei und muss man miterleben. Der Stoller, er hat eine ganz bisschen andere Geschmackrichtung, wie den man im Lader kauft. Wie wenn er anders Mehl hätte, aber es ist wohl nicht das Mehl, sondern eine spezielle Gewürzmischung. Aber ich glaube, genau das macht diesen Stollen so einzigartig. Gerade auch für die Kinder ist es auch nochmal eine schöne Sache mit dem Höhlenstollen, wie der da reinfährt. Es wird zelebriert und stimmt uns praktisch auf die schöne Weihnachtszeit dann ein. Die ausgereiften einzelnen Höhlenstollen kommen dann noch in Holzkisten. Sie sind meistens blitzschnell verkauft. In der Schokolaterie Stoffel werden unterdessen jeden Tag frische Weihnachtsfiguren aus Schokolade gefertigt. Hier kommen die Figuren raus, wo wir immer Glück haben, wird's ein Nikolaus. Die Figuren muss man ja mit Samthandschuhen anfassen. Und wir haben Gummihandschuhe an. Und bei meinem Arbeitstempo, welches ich an den Tag lege, kann es gut sein, dass ich vielleicht noch eine Nachtschicht einlegen muss. Das wäre sehr, sehr nett. Vielen Dank. Jetzt hat es geklappt. Ja, also es ist schon ziemlich viel Arbeit, bis man dann letztendlich den Menschen, die man mag, mit solchen exklusiven Schokoladengeschenken eine Freude bereiten kann. Ich hab's geschafft. Also, wir waren einen ganzen Tag lang dabei. Es ist die härteste Saison im Jahr, was die Arbeit eines Schokolatiers anbetrifft. Aber auch die schönste. Jeder kauft gerne Schokolade. Das ist ein Produkt, was Freude macht, ja? Im Gegensatz vielleicht zu Gebrauchsmitteln wie Waschpulver. Und deswegen ist es natürlich viel schöner, was zu produzieren, was den Leuten Freude macht und die Leute zum Strahlen bringt, wie was die Leute eher als für eine Notwendigkeit halten. Nach dem Schokoladenrezept seines Urgroßvaters arbeitet Jan Stoffel mit auserwählten Kakaosorten aus Java und von der Elfenbeinküste. Jeden Tag werden die Figuren frisch hergestellt. Wir leben in erster Linie zum Großteil auch vom Weihnachtsgeschäft. Wir haben praktisch 5, 6 verschiedene Schokoladentannenbäume, 10 verschiedene Engel, 40, 50 verschiedene Weihnachtsmänner, die unterschiedlichsten Weihnachtsartikel. In der Weihnachtszeit wird auch gerne und viel Schokolade verschenkt. Einmal zum 6., dann die Schokoladenkalender, wo befüllt werden. Und am 24. natürlich auch die Pralinen für die Tante und diese ganzen Dinge. Seine Weihnachtsmannfigur ist gefragt bis Heiligabend, in allen Größen. Dazu kommen Glocken, Tannenzapfen, Engel. Und jedes Stück wird bis zu 5-mal liebevoll in die Hand genommen und kontrolliert. Das Individuelle ist die Malerei mit weißer Schokolade. Das übernimmt Pia Nikolaus. Ihr Name ist beinahe ihr Job. Und den macht sie nicht nur, den liebt sie. Das ist Genauigkeit. Ich muss sehr genau arbeiten. Auch die Figuren aus der Form holen fordert höchste Konzentration und magische Hände. Marianne Neckerauer macht das seit fast 40 Jahren und findet es immer noch interessant. Das ist was Neues dieses Jahr und es ist wunderschön.
so ein Nikolaus-Schneemann. Oder der Engel findet man auch sehr gut. Jan Stoffel ist Fan von alten Schokoladenformen. Auf der Bühne hat er über 600, noch die von den Vorfahren. Und er sammelt aus Leidenschaft. Viele aus Blech hat er nachmachen lassen in Kunststoff für den täglichen Gebrauch. Und gerade die vom Uropa sind besonders begehrt. Es gibt dann teilweise, dass wir ganz alte Figuren, die wir 20 Jahre nicht gemacht haben, wieder aufleben lassen und dann plötzlich als Highlight wieder da ist, als was ganz Tolles, was bei uns 20 Jahre in der Versenkung lag. Also zum Beispiel diese alten Bischöfe als Modell oder auch diese ganz alten Tannenzapfen. Das ist seltsamerweise dann wieder plötzlich ganz toll und sagen auch viele Leute, sowas habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, das erinnert mich an meine Kindheit, das möchte ich gerne haben. Wenn das Weihnachtsgeschäft rum ist, werden Osterhasen, Hühner, Motorräder und Weinfässer produziert. Jan Stoffel hat den Traum seiner Vorfahren fortgesetzt. Sein Urgroßvater kam aus dem Tessin in die Pfalz, als gelernter Schokolatier. Doch in der Weingegend war Brot und Kuchen gefragt. In Bad Dürkheim eröffnete er eine Konditorei und Schokolade, seine eigentliche Leidenschaft, verkaufte er nebenbei. Bis dann der Großvater 1958 ganz mutig nur noch auf Schokolade setzte. Die Einrichtung des Geschäfts ist aus der Zeit. Und das in Mannheims Innenstadt. Es lebt vom Seltenheitswert und vom guten Ruf. Und es duftet herrlich. Zweimal in Vollmilch. Die Preise sind so gestaltet, dass jeder hier kaufen kann. Ich schätze erstens mal die Atmosphäre von dem Geschäft. Das ist was ganz Tolles, dass man das noch findet in der heutigen Zeit. Und dann die Qualität. Also der Schokolade, der ist einfach spitze. Wenn sie einmal gegessen haben, essen sie kein anderer mehr. Irgendwie so leicht, leichte Schokolade. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt sündige. Gucken Sie sich mal rum, wie schön das hier ist. Wir kommen samstags immer gerne hier hin, wenn wir auf dem Markt waren. Und dann sagt mein Mann, Kuchen oder Pralinen, und dann entscheiden wir uns meistens für Pralinen. Stoffels Weihnachtspralinen, die Petit Péché aus Marzipan und Nougat mit Mandeln obendrauf. Jedes Jahr hat er mindestens eine neue Idee. Langweilig wird es Jan Stoffel nie. Und dann habe ich noch was Spezielles für euch. Herr Passeron, bitte dekorieren. Da fühle ich mich natürlich gleich wie zu Hause mit der Schokoladentanne. Was braucht es noch für eine schöne Adventszeit? Natürlich die Kerze. Und hier werden natürlich auch ganz spezielle Wünsche erfüllt. Das Schokoladenauto. Nee, was braucht es noch für eine glückliche Adventszeit? Natürlich die Gutzle, die Brötle. Und wenn die dann noch gebacken sind mit Hagebuttenmus, so wie man es früher kannte von der Großmutter. Wir haben jemand entdeckt in Eckwelden. Da wird nämlich schon ganz, ganz kräftig gebacken mit Hegemark. Weihnachtsgebäck mit Hegemark. Süße Kindheitserinnerungen für die Freundinnen Dagmar Reier und Ute Latzko. Bis heute backen sie ihre Gutzle am liebsten mit Hagebuttenmus. Drei Sorten stehen an diesem Nachmittag bei Ihnen auf dem Programm. Spitzbuben, Hegemark-Makronen und Engelsaugen. Ich mache die jedes Jahr und ich finde die richtig lecker. Gut. Grundlage für das Rezept, ein Mürbteig mit einer guten Portion Marzipan verfeinert. Dazu noch als besonderer Pfiff, italienischer Mandellikör. Damit man jetzt das ganze Marzipan noch ein bisschen unterstützt, kommen nur 2 Esslöffel Amaretto dazu. Das gibt dann so richtig schöne, feine Mandelgeschmack in dem Gutzle. Süßes Marzipan als Basis für fruchtiges Hegemark. Eine tolle Kombination. Ich liebe ja Marzipan. Ja, dann passt's ja. Mm. Das Hegemark, das die Freundinnen verwenden, kommt aus eigener Produktion. Ute Latzkos Familie ist die einzige in Deutschland, die noch in großem Stil Hegemark herstellt. Keine 500 Meter von dieser Küche liegen die Wildrosenfelder der Liebler Latzkos.
der Ursprung des Hägenmarks, mit dem die Engelsaugen jetzt fruchtig-säuerlich gefüllt werden. Ende September sind die Rosenbüsche noch voller Früchte. Erntezeit für die Hagebutten. Das geschieht alles in reiner Handarbeit. Der Betrieb läuft nun in der vierten Generation. Jetzt leitet ihn Patrick Latzko. Die Investition in die Hagebutte im Bioanbau lohnt sich. Denn die süß-saure Frucht ist ein wahres, heimisches Superfood. Die hat 20-fache von der Zitrone an Vitamin C. Und ja, weltweit ist sie an Rang 3, glaube ich, von den Vitamin C-reichsten Früchten. Rund 5 Tonnen ernten die Latzkos jedes Jahr. Der Ertrag ist bei dieser robusten Pflanze ziemlich stabil. In der kleinen Manufaktur im Ort werden die Hagebutten in verschiedenen Schritten zu feinem Mousse verarbeitet. Also hier werden jetzt die Hagebutten grob passiert, das heißt die Kerne gehen raus, die putzen. Es bleibt aber zurück die Härchen und vielleicht auch was von der Schale. Und bei der feinen dann, da kommt dann der Rest wirklich. Da hat man dann nur noch das rohe Mark übrig. Da sind dann nachher keine Härchen, keine Schale mehr, nichts mehr, nur noch das reine Fruchtmark. Erhitzt und mit Bio-Rohrohrzucker wird das reine, frische Fruchtmark haltbar gemacht. So entsteht der schwäbische Klassiker Hägenmark. Trotz Zucker ist das Hägenmark fruchtig sauer und eignet sich dadurch so gut wie Johannisbeermarmelade als Zutat für Weihnachtsgutzle wie Spitzbuben, Terrassenbrötle oder Hägenmark-Makronen. Wenn man zum Beispiel Terrassenbrötle macht, da ist ja auch der Vorteil vom Hägenmark, dass es so schön klebt. Also meine Oma hat immer gesagt, es gibt keinen besseren Bepp wie das Hägenmark bei die Gutzle, wenn man sie zusammenkleben will. Die Hägenmark-Makronen haben neben Eischnee, Zucker und Mandeln noch einige Löffel Hägenmark im Teig. Wenn sie jetzt noch ein bisschen durchziehen lässt, dann wird es ja intensiver vom Geschmack her. Wegen dem macht man ja eigentlich die Gutzle auch schon im November und nicht erst kurz vor Weihnachten, damit es einfach ein bisschen mehr Aroma gibt und mehr durchziehen kann. Probieren wir es aber auch gleich. Lecker. Genial. Ja, Weihnachten kann kommen, oder? Finde ich auch. So kurz vor der Adventszeit laufen bei Stoffel nicht nur die Schokoladenfiguren tausendfach vom Band, auch die Pralinenproduktion nimmt Fahrt auf. Das ist ganz klassisch Trüffel, so wie man es übers Jahr kennt. Füllen, eintauchen, mit Schokolade überziehen und dann verzieren. Hier in der Schokolaterie Stoffel kann man natürlich gerade zur Weihnachtszeit auch ganz spezielle Trüffelpralinen bekommen, nämlich mit Lebkuchengeschmack. Wer aber lieber den klassischen Lebkuchen mag auf seinem Weihnachtsteller, das ist gar kein Problem, gar nicht weit weg von hier, einfach in den Odenwald fahren. Ein Blech jagt das andere. Auch bei Lebkuchen Baumann in Beerfurt ist Hochsaison. Und mitten in der Produktion die Kundschaft. Es gibt hier sonst nirgends, dass man durch die Backstube laufen darf. Was ist, Achtung, die Dame? Der Duft, also, das genießen wir. Wenn man zu Hause gebacken hat und die Oma hat auch einen Lebkuchen gemacht, das ist noch eine Kindheitserinnerung. Das macht man ja heute nicht mehr. Also ich zumindest nicht mehr. Wer die feinen Lebkuchen haben will, muss quer durch die Backstube zu Hilde Baumann. Online-Bestellungen und Paketservice gibt es hier nicht. Eva hat gerade eine Frau angerufen und wollte geschickt haben. Eva, das können wir nicht, da sind wir zu klein dafür. Also direkt aussuchen und einpacken. Und das, was Sie jetzt kaufen können, das hält bis Weihnachten? Ja, nicht so ganz. Nicht so ganz. Reichelsheim-Beerfurt liegt mitten im Odenwald. Bis Ende August bestimmt die Landwirtschaft das Leben der Baumanns, danach die Weihnachtsbäckerei. Früher haben das viele so gemacht. Übrig geblieben sind eine Lebkuchenfabrik und die älteste Odenwälder Lebkuchenbäckerei von 1785, die inzwischen Willi Baumann betreibt. Grundzutat? Sogenannter Backhonig.
Also das ist kein normaler Bienenhonig. So viel Bienenhonig könnte ich gar nicht von der Händler bekommen, wie ich brauche. Und zweitens sind die Backeigenschaften von dem Honig sehr gut. Also wenn ich Bienenhonig nehmen würde, da verläuft der Lebkuchen dann. Das Rezept wird von Generation zu Generation weitergegeben. Entscheidend sind die Gewürze. Sie machen den Lebkuchen besonders. Wir beziehen unser Gewürz von 4 namhaften Gewürzmühlen und ich mische mir das nochmal selbst zusammen, so wie ich's gern hätte. Das weiß dann keiner außer ich. Das genaue Rezept würde er nicht mal für viel Geld verraten. Nur so viel. Restteig vom Vortag macht das Gebäck noch besser. Kein Fett, kein Ei. Deshalb sind die Lebkuchen sogar vegan. Zum Schluss das Triebmittel. Hirschhornsalz. Das bewirkt, dass der Lebkuchen in kurzer Zeit aufgeht und fluffig wird. Bis zu 6 Zentner Lebkuchen backen die Baumanns zurzeit jeden Tag. Freunde, Nachbarn und Verwandte helfen mit. In der Adventszeit backen sie in 3 Schichten, alles bestens organisiert. Hektik kommt keine auf. Die beliebteste Form ist das Herz, findet auch Willis Schwester Wilma. Ein Herz ist ein Herz. Das ist einfach so. Das ist ja die Ursprungsform vom Lebkuchen. Herzen werden am meisten verkauft. Gebacken werden sie im 70 Jahre alten Backofen. Den haben Willis Vater und Großvater selbst gebaut. Seit Ende August läuft der rund um die Uhr. Gefeuert wird mit Briketts. Der darf nicht ausgehen. Das wäre ein Problem, wenn der jetzt ausgeht. Der muss die ganzen Monate durchpowern, dass wir gute Lebkuchen backen können. Wenn der zu kalt wird, das ist nicht gut. 210 Grad brauchen die Lebkuchen. Bis zu 8-mal am Tag wird nachgeheizt. Ab nachts um 3. Für mich war ganz einfach die Tradition wichtig, dass sie weitergeführt wird. Ich wollte nie Feuerwehrmann oder Pilot oder was werden. Also für mich war schon von der Kindheit klar, ich will Bäcker lernen und das habe ich dann ja auch gemacht. Der Legende nach sollen die Franzosen das Rezept hergebracht haben. Der schöne Glanz übrigens kommt vom Kartoffelmehl. Das gibt's so nur hier. Der Nürnberger Lebkuchen zum Beispiel, das ist ein aufdressierter Lebkuchen auf einer Oblade. Und er wird ja überzogen mit einem Schokolade oder mit einem Guss. Und das haben wir beim Odenwälder Lebkuchen gar nicht. Der wird bestrichen mit dem Kartoffelmehl, mit dem gerösteten. Aber das ist eigentlich nur für die Optik, dass er schön glänzt. Das hat am Geschmack, macht das gar nichts aus. Der Lebkuchen, der Odenwälder, das ist ein ehrlicher Lebkuchen. Man weiß, was drin ist. Man sieht alles. Und die Mandel, die drauf ist, die ist zur Zierde. Das langt schon. Das macht ihn so besonders. Und er hält sich ein ganzes Jahr, wenn man ihn in einer Blechdose lagert. Wird er hart, öffnet man die Dose eine Weile bei feuchtem Wetter. Danach ist er wieder weich. Und ist der Chef zufrieden? Beste testet man frisch vom Blech. Einfach lecker. Das ist ziemlich neu in der Schokolateriestoffel. Hochglanzfotos für den Internetauftritt. Der traditionelle Kultladen in Mannheims Innenstadt geht ins Netz. Für Bestellungen worldwide. Elisa Degi ist die Vertriebschefin der Firma Stoffel. Die Kundschaft hat sich schon lange einen Online-Shop gewünscht. Und wie wichtig schöne Fotos für das Online-Marketing sind, das weiß auch Tichana Zanyuga aus Stuttgart. Die ehemalige Foodbloggerin hat sich nämlich ihren großen Traum erfüllt. Sie backt jetzt jeden Tag Cupcakes. Kleine Kunstwerke aus dem Backofen. Cupcakes. Übersetzt Kuchen im Tassenformat. Mitten im trendigen Stuttgarter Westen findet sich das derzeit einzige Cupcake-Café der Stadt. Das Cupcake and Bagels. Tichiana Zanyuga ist die Chefin. Bereits vor der Eröffnung des Cafés hat sie sich mit Cupcakes in ihrem kroatischen Blog einen Namen gemacht.
Seit 15 Jahren schreibe ich einen Foodblog und habe damit angefangen, meine Liebe zur Küche und zu Backen zu finden. Und irgendwie bin ich immer auf was Modernes eingestoßen und Cupcakes waren da und haben auf mich gewartet und jetzt mache ich das. Mich fasziniert das, dass es klein ist und dass es schnell gemacht ist. Also man muss keine großen Torten aufbauen, sondern hat den ganzen Geschmack in einem kleinen Kuchen. Ne? Also das war ein Wunsch von Anfang an, dass wir einen Café betreiben, weil ich wollte auch meine Kunden nicht nur die Cupcakes übergeben und dann sehe ich die Kunden nie wieder, sondern ich wollte auch das Lächeln sehen, wenn ich das überbringe und die Kunden dann vor Ort auch das Feedback geben können. Deswegen ist da ein sehr großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich inspiriere mich mit alltäglichen Dingen, aber viel nehme ich mit auf Reisen. Also die Reisen, die ich und mein Mann machen, ich nehme immer ein paar Geschmäcker mit und kombiniere sie dann. Aber ich bin auch eine Social Media Person und ich finde auch sehr viel Inspiration auf Social Media. Ja. Tichiana macht auch Cupcakes nach den Wünschen der Kunden, zum Beispiel für Geburtstage. Im Café selbst gibt es immer 4 verschiedene Sorten zur Auswahl und alle 6 Wochen wechselt das Sortiment. Also bei uns im Laden gibt es eigentlich 5 Tage im Jahr, wo es hoch und runter geht. Und das ist Valentinstag, Ostern, Muttertag, Halloween und Weihnachten. Also das ist unsere Saison und die fängt jetzt an. Der Teig für Cupcakes ist im Prinzip ein klassischer Rührkuchenteig aus Mehl, Zucker, Eiern und Butter. Entweder in der Geschmacksrichtung Vanille oder Schoko. Dieser Grundteig lässt sich mit weiteren Zutaten beliebig variieren. Für die Adventszeit hat Tichiana eigene Rezepte entwickelt. Zum Beispiel einen Cupcake mit Red Velvet Teig. In Buttermilch gelöste Lebensmittelfarbe gibt dem Teig ein weihnachtlich-festliches Rot. Nach ca. 20 Minuten Backzeit sind die Cupcakes fertig. Nachdem sie abgekühlt sind, kommt das, was die Cupcakes so begehrt macht, die Dekoration. Für den Red Velvet verwendet Tichiana eine Creme aus Frischkäse, Sahne und Zucker. Dann noch einige kleine, süße Details. So lässt sich auf einem Cupcake fast jedes Thema verwirklichen. Tichianas zweites Rezept ist ein Schoko-Cupcake, aber vegan. Eier und Butter werden durch Sojamilch und Pflanzenöl ersetzt, auch bei der Verzierung. Hier haben wir jetzt eine vegane Schokocreme. Die wird bei uns aus Sojamilch und Schokolade gemacht. Und es ist wichtig, dass man die einen Tag im Voraus macht und dann zieht sie im Kühlschrank. Weil wenn die jetzt zu flüssig oder zu fest wäre, dann würde die nicht so schön aus dem rauskommen. Und dann gibt es noch eine üppige Variation vom Schoko-Cupcake. Tichiana füllt die kleinen Küchlein mit einer Spekulatius-Creme. Die Erfolgsgeschichte der Cupcakes begann übrigens in New York. Durch Social Media haben sie sich sehr schnell verbreitet, auch bei uns. Und noch schnell einen Post. Also meine Kunden sind Kunden, die wirklich sehr auf Social Media konzentriert sind. Meine Verkaufsgruppe befindet sich viel auf Instagram und stöbert durch die Bilder und durch die Videos. Ja, sieht sehr gut aus. Dann kann der Advent ja jetzt kommen. 200 Gramm Dunkle drüber, gemischt mit Alkohol. Ja. Auch in Mannheim, in der Schokolaterie Stoffel. Noch gut 14 Tage bis zu Nikolaus. Jeden Tag kommt jetzt frische Ware in die Regale. Pralinen, Konfekt, Figuren. Das war's schon wieder, unsere Reise zu den süßen Sünden. Wir hoffen natürlich, wir haben Ihnen ein bisschen Lust gemacht auf Ihre persönlichen Weihnachtsleckereien. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Ade. So, was muss ich jetzt noch machen? Ich kassiere ab, ja? Ja. Gut.